Hello, here is Wrong Group. We are a multinational corporation specializing in the catering and hospitality industry with over 15 years experience. For all your restaurant needs, in our channel, many solutions for you. Follow us now. Was die Etikette des westlichen Essens angeht, die viele Menschen nicht verstehen. So wird zuerst ein weißes Tuch auf den Schoß gelegt. Und in gehobeneren Restaurants bindet ein Kellner ein weißes Tuch um den Hals. Damit soll vermieden werden, dass schmutziges Fett an den Beinen oder der Brust heruntertropft. Wenn man beim westlichen Essen eine Gabel benutzen kann, darf man den Kellner nicht nach Stäbchen fragen. Sonst wird man ausgelacht. Steak ist das repräsentativste Lebensmittel der westlichen Lebensmittel. So dass wir immer ein sehr peinliches Problem. Wenn das Essen Steak, das heißt, der Kellner wird fragen, wie gekocht. Wahrscheinlich viele erstmalige Steakesser wird platzen 8 Minuten gekocht. Weil vollgekocht zu alt. Und andere Angst vor zu zart mit Blut. Nicht gewohnt zu essen. Nachdem alle, wir und Westler haben unterschiedliche Essgewohnheiten. So dass wir das Gefühl, dass 8 Minuten gekocht sollte geeignet sein für schließlich haben wir andere Essgewohnheiten als Westler. Also denken wir, dass Medium Rare für unseren Geschmack geeignet sein sollte. Nicht wissen, dass eine solche Antwort einen großen Scherz auslösen wird. In der westlichen Küche. Steak blutig ist durch Grad unterteilt. Und wird durch ungerade Zahlen unterschieden. Vor allem unterteilt in einen Punkt, drei Punkte, fünf Punkte, sieben Punkte und vollgekochtes Steak ist keine 8 Punkte gekocht sagen. Das nächste Mal, wenn wir in ein westliches Restaurant gehen, um ein Steak zu bestellen, sagen Sie dem Kellner nicht, dass das Steak 8 Minuten blutig sein soll, sondern achten Sie darauf, dass andere Familien sagen, dass sie Schmutz haben. Diejenigen unter Ihnen, die schon einmal Steak gegessen haben, wissen, dass egal, welches Steakset Sie bestellen, ein Ei auf dem Teller liegt. Und zwar immer die zartere Sorte. Was macht also der Teller mit den Eiern? Ich schätze, dass viele Leute es einfach essen. Dann sind Sie falsch. Achten Sie auf den Kellner, der sich in der Ecke versteckt und über Sie lacht. Bei diesem Omelett wird es in der Regel zart gebraten. In manchen Fällen sogar festflüssig. Was in westlichen Restaurants sogar absichtlich so gemacht wird. Damit die Gäste es zum Dippen ihrer Steaks verwenden können. Was nach westlicher Auffassung durch die Textur des Omeletts noch verstärkt werden kann. Wenn wir das nächste Mal ein Steak essen, können wir es so in ein flüssiges Ei tunken. In kleine Stücke schneiden und in die Eimischung tauchen, um ein zarteres und weicheres Steak zu erhalten. Die Soße vom Steak vermischt sich mit der Eimischung und die Nährstoffe aus den Eiern werden besser aufgenommen. In der Tat, nicht nur Steak in Eier getaucht. In den westlichen Ländern haben die Gewohnheit zu essen rohe Eier. Kartoffelpommes in Eier getaucht. Kann nicht sagen, dass dies richtig ist oder nicht. Schließlich ist dies die Ernährungsgewohnheiten der anderen. Unterschiedliche Städte haben unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten. Ganz zu schweigen von unterschiedlichen Ländern. Heutzutage kommen ständig Ausländer nach China, um dort zu arbeiten oder Tourismus zu machen. So dass es zu verschiedenen Kollisionen und Vermischungen der Ernährungsgewohnheiten kommt. Nun, oben wissen wir, wie man die Eier in den Teller zu essen, in der Zukunft zu gehen. Um die westlichen Restaurant wird nicht unwissend sein. Zum ersten Mal zu essen Steakpartner, scheinen wir zu verstehen. Was über die Zutatenklasse Probleme sind willkommen. Eine Nachricht an mich in den Kommentaren Abschnitt zu verlassen. Sehen es wird die Antwort für Sie zu machen. If you are interested in our videos, remember to follow us. Wrong Group, more than 4,500 restaurants choice.
We will keep surprising you. See you.